Ich würde mal sagen, wir machen gleich New Game. Oh Gott, nein. Es ist frankokanadisch. Was? Ab die Kirchenwizard? Ich betone das letzte Wort, was da steht. Oh, scheiße. Wieso wird mir eigentlich nur ein einziger Zuschauer angezeigt? Weil es gerade alle gekickt hat und bis der Stream bei denen wieder neu startet, ist es... Bla. Okay. Toll. Das Spiel ist französisch, Jasmat. Jetzt überlege ich deine Frage. Nein, nein, ich behaupte einfach, es ist nicht französisch, es ist frankokanadisch. Weil in Kanada redet man ja eigentlich Englisch, aber das hier tut so, als wäre es französisch. Deshalb frankokanadisch. Ja gut, also auf jeden Fall, es ist irgendwas, was nicht deutsch ist. Wir brauchen einen Namen. Florentin. Und bitte dieses Mal nicht Olaf. Thaler. Günther! So stelle ich mir dich immer vor, Thaler. Nein, der sieht doch ganz anders aus. TrueMG ist eine gute Idee, ja? TrueMG. Nein, er hat eine noch bessere Idee. FalseMG, genau. Das musst du MG dann schicken. Das Video. Nein. Ich warte. Hat jemand noch bessere Ideen? Einheit 094. Wie mache ich hier ein Leerzeichen? Scherzplatz! Es gibt keine Leerzeichen. Nimm Minus. Dann mach einfach nur ein M und ein G hinten dran. Groß M passt oder soll ich es klein machen? Ist wurscht. Dann macht das G aber auch groß. Naja, das ist wurscht. So, passt das. Flake M ist wieder... Ja, jetzt haben wir's. Ach, ich bin immer so 7 Sekunden hinten dran. Das ist ein bisschen blöd. Bin ich immer wundert, weil eigentlich sollten wir ja relativ gut haben, weil ich ja immer an die Bonus ist näher als CSG. Was? Hä? Okay, sind wir ein Jack of all trades, a quick learner, experienced, easy to get along with und das war's schon. Experience. Streamchat? Gibt's nicht den Emo-Typen? Das kommt später vermutlich erst. Was, in Chromium? Was hast du nochmal gesagt, Einheit? Experienced oder easy? Ich bin für experienced. Okay, wir haben zweimal experienced, einmal easy. CSG, du entscheidest. Easy. Mist. Jetzt haben wir 2 zu 2, danke. Easy. Streamchat. Ja, Nightmare wäre ich auch dafür, aber das gibt's ja nicht. Ja, dann entscheide ich das mal und wir sind experienced. Yay! Nicht mehr jungfräulich. Also wenn das hier noch jemand ist, dann muss ich bitte sagen, warum guckst du hier zu? Mach was aus deinem Leben und guck nicht RPG-Maker-Streams. Ah, ja. Ich würde aber mal tippen, dass die Quote bei sowas relativ hoch ist. Was? Welchen Wochentag haben wir? Montag. Einmal Montag.
Ja, sind das wirklich seltsame Fragen? Dönerstag? Ja, aber ich glaube, da heute wirklich Donnerstag ist, liegt das klar auf der Hand. Friday, und ich kann nicht singen. Oh Gott, nein. Jethro Day ist auch gut. Aber nein. Übrigens, kennt jemand die StarCraft-Parodie davon? Nö. Die muss ich dir mal schicken, die ist unglaublich geil. Warte mal, ich poste sie mal in den Stream-Chat. Was? Stil, das sind sie nicht nur in Essen, das sind sie auch in Wien. Hier tun sie das in Brötchen rein. In fucking Brötchen. Ah, Rosa Kanina ist gerade in Skype on. Ja, Sabi, in Semmeln. Brötchen, Semmeln, alles dasselbe. So, CSG, jetzt sollst du den Nick haben. Oh, genau, und ich ziehe nächste Woche erstmal nur in ein anderes Zimmer. Dann habe ich keinen Gitarre spielenden Mitbewohner mehr. Oh. Eigentlich hätte man den mal... Döner mit Pommes. Mike, bitte. Bitte zieh aus der Schweiz weg. Das kann man ja kulinarisch nicht ertragen. Ach, als ob es in Bayern was anderes gäbe. Hier gibt es auch Döner mit Pommes an der Uni. An der Uni isst man auch keinen Döner, also bitte. Das nennt sich Gourmet-Döner und steht vor der Uni. Man geht nur zu Döner-Sultan oder ähnliche rassistische Namen. Alles andere geht schief. Ich meine, Gourmet ist französisch. Französischer Döner kann doch nichts werden. Kanario will mit dir zusammen wohnen, Thaler. Ich auch. Brauchen wir die Tutorials? Nö. Wir sind Experience, schon vergessen. Ah ja, stimmt, da war was. Und CSG, wie gefällt dir der Link? Den gucke ich doch jetzt nicht. Ich will mal streamen. Schade. Mach einfach nur die Hintergrundmucke an. Das reicht. Was? Was redet Fake MG da? Hallo, ich kann kein Französisch. Mach das aus. Next. Next, ja, definitiv. Was soll das? Oder andere Frage. Streamt kann jemand Französisch, der kurz reinkommen kann, damit er es übersetzt? Der spricht Russisch. Stream, kann jemand Französisch momentan übersetzen? Hä, jetzt ist es auf einmal Englisch. Hä, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich sag euch, das sind Kanadier. Kanadier. Hä? Okay, Thaler, lad kurz Stil ein, der kann Französisch. Schon wieder Französisch? Hä? Jetzt erst auf Thaler. Du suchst das Klo, oder? Ach du Scheiße. Sabi wohnt im Nachbarort von meinen Eltern. Oh, ihr wohnt alle bei mir in der Nähe. Ich seh wir schon, machen unsere eigene BMT. Genau, ich komm da vorbei. Ach, scheiß Antivir. Anti. Nein, dann nimmt man diese schlechten Websites. Ja, mach ich. Wir müssten echt mal die Sato machen, die Ben mal angeregt hat. Am besten im Februar, weil da bin ich in Bayern. Gute Idee. Kennst du einen Raum bei dir in der Ecke, Sabi, den du bieten kannst? Wobei Februar ist keine... Ja, doch. Februar. Ja, gut, dann aber Ende Februar. Oder wann bist du in Bayern? Oder Anfang Den Februar? Ganzen Februar. Das sind Semesterferien bei mir. Ja, schön für dich. Bei mir sind da gerade die Prüfungen fangen an.
Anfang Februar, die erste Woche ist gut, danach sind die Prüfungen, glaube ich. Oder was sagt mein Kalender? Jupp, erste Prüfung 15. Februar. Passt wunderbar. Ja, schade, dass ich nicht mehr bei der Bundeswehr bin, sonst könnte ich ein paar Räume organisieren, also ganze Gebäude. BMD bei der Bundeswehr? Ja, NATO im wortwörtlichen Sinne. Ja. Ich bin in der Freizeit mit Panzer gefahren. Schlag vor, dass du dich damit mit Ben kurz schließt, weil der wollte ursprünglich da mal was organisieren. In dem Sinne. Aber da ist auch, glaube ich, nichts draus geworden. Nee. Also falls es den noch mal im Forum gibt. Aber sonst? Vor allem, weil sofort alle rumgeheult haben, oh mein Gott, wir müssen das woanders machen, als da, wo du vorschlägst. Und dann kamen 1000 verschiedene Orte. Mhm. Ja gut. Sonst machen wir echt mal so ein Eichstätt-CT irgendwann im Februar. Wochenende. Ja, wunderbar. Wochenende 1.2., 2., 3. Februar wird perfekt passen. Da meine schöne Seminarklausur, Seminararbeit ja nicht mehr abgegeben werden muss, weil die meine Credits geändert haben. Mal die wieder abzuragen. Sie müsste sowieso kurz vor. Wer auch immer setzt eine Klausur einen Tag nach dem Valentinstag? Ach, Gott. An den Valentinstag hätte zumindest einen kleinen Hauch von Ironie. Ja, dürfen sie aber nicht, glaube ich. Aber das Witz ist der Feiertag bei euch? Nee, das nicht, aber der Witz ist davor, es sind Ostern. Und irgendwie hat die Fakultät so geregelt, dass du erst ab dem Freitag wieder Klausuren schreiben darfst. Na gut, ich meine, da ist nur WPR 2, das würde ich auch schaffen, ohne dafür zu lernen, aber sonst. Oder WPR 1. Ich hatte ja Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsprivatrecht, da geht es nur darum, dass du minderjährige Fälle unterbringst. Gott, das hatte ich auch. Das musste ich sogar zweimal machen. Ja, bei uns auch. Also das erste ist minderjährigen Fälle in diesem Semester und dann kommt nächstes Semester Handelsrecht. Minderjährigen Fälle ist aber nicht wortwörtlich zu nehmen, oder? Nee, aber die Klausur geht im Wesentlichen wirklich nur bei minderjährigen Fällen. Ich habe mir die vom letzten Jahr angeguckt. Oh Gott, was ist das denn? Dieses Face-Set. Vor allem, wie es unten einfach gestreckt ist. Nein, die ist nur fett. Oder das. Ist doch eine Sie, oder? Ist das ein R? Ich habe keine Ahnung. Dafür spreche ich nicht gut genügend Französisch. Und wieso hat TrueMG ein XD-Smiley an den Titten? Fake-MG. Sabi, du kommst zum BMT, oder? Welches Hobby haben wir? Fechten, was? Fischen, hier, Fenzen, Football, Fenzen, Skating. Keine Zaunen. Ahnung, wie das auf das Deutsch heißt. Falconie ist Falkenjagd, da bin ich dafür. Nimm den Zaun. Du meinst, ich bin für das Falconie-Ding. Das ist irgendwas mit Falken. Zaunen. Ja, ich weiß. Ich weiß, was es ist, aber ich kann es nicht übersetzen. Fecht. Das Problem habe ich im Englischen immer. Wo ist denn Fecht? Ja, nach Fechten dem Stil auch Falkenjagd. Das ist voll unrealistisch. Wer jagt denn bitte gerne Falken? Stil, entscheide dich jetzt. Nimm mir fertig Fechten. Das Stil, das ist echt, was du schreibst. Die kommt schon wie so eine Fechterin, voll arrogant. Als ob jede Fechterin arrogant wäre. Falkenjagen, Stil hat entschieden. Ich kenne genug Fechterinnen. Echt? Ich kenne nur 3 männliche Fechter und eine weibliche Fechterin. Ich kenne sogar die Fechterin, die mal deutsche Jugendmeisterin war. Meiner war nur bayerischer Meister. Siehste? Ja. Studiert aber jetzt Okay, Game. Falkenjagen war falsch. Ich glaube, dann ist es Fechten. Ja, natürlich ist es Fechten. Was? Du brauchst eine richtige Antwort? Anasami, du kannst vielleicht mit einem Gewehr schießen, aber triffst du auch? Ich bin mal kurz 2 Minuten weg. Die Frage ist,
Was denn? Das stimmt irgendwann. Stil Kohl erzählt man nicht, Kohl isst man. Ranarion, das ist kein guter Grund, um zum BMT zu kommen. Da sollte ich lieber wegbleiben. Alles habe ich Hunger auf Kohl. Ich habe jetzt Hunger auf Kohl, die sind alle kacke. Ich habe generell Hunger, aber ich habe keine Zeit zum Essen. Warum nicht? Hast du da was zu tun? Was machst du ja? Erzähl mal. Softcakes essen. So, was habe ich verpasst außer einer upgradeten Oma? Dass wir alle Hunger haben. Geworden, deswegen ist sie transparent. Ach so. Bitte was? Okay, ja, das erklärt einiges. Was ist das? Ein Schicksalsrad? Hallo, drück Enter. Jetzt. Du kannst nichts drücken. Yeah, siehst du? Hat doch geklappt. Mit einer Hilfe. Ja, jetzt Matt hat es rausgefunden, man muss Pfeil oben drücken. Ansonsten wäre ich jetzt für Next, ich finde die Oma irgendwie creepy. Ja, wir haben noch gar nichts vom Spiel gesehen. Oh, das ist das Spiel. Enten helfen immer. Schade. Ja, du musst 6 mehr Enter drücken. Oma Blumenkohl. Ja. Now take your scrap and what the fuck? Also, ernsthaft, wenn das jemand versucht vorzulesen, geht das nur schief. Ich möchte mal wissen, wer das entwickelt hat. Wieso fliegt ein Hundekopf in diesem Tempelgebäude oder was auch immer das sein soll? Arp. Ich bin jetzt eindeutig für Next. Jetzt kommt zu der creepy Oma noch creepy Hundekopf. Ich finde das cool gerade. Ja, ist es auch, aber die Mauer des Todes, Mike, du hast es erfasst. Also wenn man die Augen ein bisschen schließt, dann könnte es auch so eine Schildkröte sein mit dem Hundekopf. Ja, stimmt. CSD hat recht. Ich glaube, der Stream heute ist gut. Die Azteken haben Schildkröten mit Hundeköpfen angebetet. Sabi, das kannst du mir nicht wirklich erzählen. Doch, haben sie. What? Ihr seid wahnsinnig, ihr Azteken. Trust me, historic man. Ach, Chihuahua, das macht schon mehr Sinn. Ich hoffe, dass das wirklich so eintritt. Dann wäre das Spiel gut. Wenn was eintrifft. Was sie geschrieben hat. Oh Gott. Ein Rasenmäher-Massaker. Speicherpunkt. Was? Der Hund hat den Koffer mitgenommen?
Ja, ja klar. Darum ging es ja die ganze Zeit. Er ist schnell wie eine Schildkröte. Und beim Speicherpunkt. Was sind das für komische Wochentage? Dim, Lun, Ma, Mer, Joi, Wen, Sam? Das was? Ist Französisch. Das ist Französisch. Ja, das ist eindeutig oh. Französisch. Wait. Oh nein, wir wollen nicht zur Oma, oder? Nein. Der Typ daneben ist aber genauso creepy. Geh da weg. Gut, weg. Wieso? Wir haben doch gesagt, heute wäre Donnerstag. Nein, Ahoi ist nicht französisch. Aber Ahoi. Ahoi, Pause? So ja. In etwa. Sprich doch mal den Typen da unten drunter an. Zu dem komme ich nicht, der ist abgeschlossen. Schade. Aber hier ist ein komischer Schwarzer. Nee, da wollen wir auch nicht hin. Geh weg vom Nigger, geh weg. Wir müssen doch hier kurz... Jetzt geh, du Rassist. Ja, das ist offiziell korrekt. Afroamerikaner, glaube ich. Mann, YouTube bannt mich noch, wenn ich so ein wenn ich solche rassistischen Gäste habe. Wieso? Ja, aber das würde ich total einhalten, bitte, ne? Ich habe das jetzt getan. Natürlich. Kann man jeder im Chat bezeugen, dass du das gesagt hast. Hahaha. Ha. Ernsthaft. Wie heißt denn das? Wie ist denn eigentlich die korrekte Bezeichnung? Ich bin mir jetzt gerade. Doch, African American ist die richtige Bezeichnung. Und Stil? Nein. Holy. Oh Gott, jetzt rotiert dieser Kopf auch noch. Jetzt geht's aber das los. Genau, dann ist das ja wie ein Monkey Island. Ich bin eindeutig für Next. Der Kopf des Hundes im Inventar. Willst du ihn benutzen? Moment. Parfait, das heißt perfekt, du dämliches Hundevieh, du scheiß Kanadier. So. So, zu wem wollen wir den? Was? Afroamerikaner? Das ist ein Hund. Das ist ein Hund, kein Schwein. Sind die eigentlich sortiert nach Buchstabe? Ja. Wir sind schon bei F. Wir sind bei F. Machen wir mit N weiter, wie Next. Genau, bin ich auch für. Abgesehen davon, wir haben nur 8 oder 9 Spiele oder so, 15 oder so, glaube ich. Ich will allerdings mal wissen, was das hier für ein creepy Typ ist. Ein blonder Sultan. Alter, wo ist die Oma? Pass auf. Die kommt gleich von irgendwo angesprungen. Was? Ich dachte, sie ist Fake MG. Ja, nein, Fake MG ist der Vorname. Ach du Scheiße, die Charaktere hier. Eine Frau? Die Figur hat Titten. Was, es geht um Internet-Games? Alter, dieser Hund. Dieser Hund. Ach, der Hund ist der Speicherpunkt. Ach du. Ach, jetzt ergibt alles Sinn. Ach so. Gut, aber dann jetzt wirklich mal Next, oder? Okay. Definitiv eins der interessanteren Spiele. Ja, wobei ich immer nicht kapiert habe, was die Story ist. Es spielt in Franco-Kanada.
Gut, das stimmt zwar eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich finde die Titelgrafik gut, diese komischen Klötzchen da. Da ist die Oma und der Hund. Wir sollten flüchten.